Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, spannenden Folge Miss Survival. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, das Mist-Event ist vorbei, ich bin wieder hier. Wie du siehst, halte ich meinen Flammenwerfer wieder in der Hand. Hat mit dem ersten Kommentar vom lieben Rolf zu tun. Ich dachte ja auch, weil dann da steht, du hast Folgendes verloren, ne? Weg ist weg. Die Kollegen, die sind hier irgendwo hingebackt, frag mich nicht warum. Ja, wenn du stirbst, dann liegen deine Sachen noch hier. Schreibt der Rolf auch. Lesen wir jetzt gleich, ja? Und zwar hier im Zelt oben, da schwebt da alles rum, ja? Also unser Flammenwerfer, die Sachen, die wir haben und. Bin hingerannt, Gott sei Dank, weil ich dann hier wieder anfangen wollte mit der nächsten Folge, ja? Und da schwebte das noch alles rum. Habe ich natürlich direkt eingesammelt wieder, ja? Also, wenn du stirbst, lauf direkt wieder zu dem Punkt, wo du gestorben bist. Da liegen die Sachen noch rum. Schreibt der Rolf nämlich auch. Der schreibt, Moin Ede, wenn du stirbst, musst du wieder dahin, wo du gestorben bist. Da liegen die oder schweben dann die Sachen, die du beim Tod verloren hast, rum. Genau so war's. Genau so war's. So. Sehr schön. Sehr schön. Nichts drin. Ich glaube, die hatten wir schon alle durchsucht, ne? Kein Reifen. Lass mich mal rein. Nee. Install Engine? Nein. Aber wäre lustig, mit dem Ding durch die Gegend zu fahren. 4,4 Liter. Mhm. Da packe ich nichts rein, vergiss es. Wir haben ja ein Auto. Lustig, dass du den hier alles klauen kannst. Wir wollten eigentlich auch noch weiter gucken hier. Da kam ja das Mist-Event. Hier kommst du nirgendwo hoch. Aber ich habe gesehen, die sind da auf dem Dach rumgelaufen, die Kackviecher. Da kommst du nicht hoch. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht wieder den Knochen brechen. So, jetzt darfst du mal trinken, Junge. Jetzt darfst du trinken. Hunger haben wir auch. Echt ein Witz. Was haben wir denn? 13 Uhr, schmeiß mich weg. Ist alles Farbe, den Apfel kannst du essen. Lecker, Schmecker. Hexe schreibt, Huh, Ede, in der Kirche war noch eine Tür, die du übersehen hast. Ach so, kleiner Tipp, achte mal auf die kleinen gelben Autos. Ich habe in einem Auto einen Rucksack gefunden. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo das gelbe Auto war. Ich hoffe, du findest es. Boah, hier gibt es ja viele gelbe Autos, ne? Lässt du mich durch? Kann ich die eigentlich auch abflemmen? Oder kriege ich dann Ärger hier? Wäre mal interessant zu wissen. Wahrscheinlich haben die unser Auto beschlagnahmt hier, ne? Da müssen wir jetzt auch noch gucken. Da habe ich auch wieder die Hälfte vergessen. Du kommst nicht da hoch, ne? Nein, keine Chance. Keine Chance. Das ist kaputt und ausgeschlachtet. Sonst ist hier nichts. Keine Hühner da. Aber vielleicht ist ja irgendwas im Stall da. Versteckt. Mack, mack, mack. Ne? Nein. Kacke liegt hier rum. Igitt. So. An dem ist nichts dran. Dann lass nochmal gucken hier. Habe ich auch irgendwas gestanden beim Rechten hier? Schaltet man das frei? Irgendwie, aber wie? Unlock. Ah, hier. Okay. Ne, den will ich erstmal nicht. Den Bumper wollte ich ja. Guck da. Unlock. Aber womit? Was will er haben? Wenn ich auf Unlock drücke, passiert ja nichts. Minerals required, nix. Part Info, nix. Weil überall ist, ne? Paint. Die hier. Guck, Unlock. Lol, jetzt habe ich die unlocked einfach so. Warum geht das da? Ah, den habe ich jetzt auch unlocked. Du kannst die einfach unlocken. Was ist das denn? Roof Rack, mach auch mal. Unlock. Oder dann tun wir einfach alles unlocken hier. Ist ja egal. Oder was kostet das? Ich sehe jetzt nicht, was das kostet. Nö, wenn, dann nehmen wir das Feuer hier. Das muss ja auch gut aussehen, ne? Turret können wir unlocken, aber da gibt es keinen. Defensive haben wir auch keinen. Und jetzt kann man das, wenn wir leaven, bei ihm hier ran machen, oder? Confirm. Es funktioniert. Und das kostet nix. Das kostet nix. Wie geil ist das denn bitte? Haben wir keinen. Confirm. Haben wir eine geile Karre oder haben wir eine geile Karre? Ja, nice. Dass das so easy ging. Und Licht hier. Ich hoffe, das gibt auch Licht. 40% noch. Okay, das reicht. Ja, da ist unser ganzes Zeug drin. So, jetzt hier ab ins Sonnenblumenfeld. Hier ist ja auch noch irgendwo was, ne? Du kannst hier einfach nichts klauen. Die werden da sauer, glaube ich. So,
Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen zu schaffen macht, ja, ist Folgendes. Und zwar, den zweiten Teil der Karte, den haben wir ja noch nicht, ne? Ist ein bisschen doof. Hier haben wir jetzt alles erkundet. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Schule und der Tunnel. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich in den Tunnel rein will. Hier hinten war nochmal der eine Tunnel, wo wir drüber springen konnten. Da müssen wir auch nochmal hingehen. Da könnten wir vielleicht gleich hingehen. Crops. Aha, Mr. Crops. Was haben Sie denn? Ich bin schon wieder am Trinken. 4 ist Cancel. Geh weg. So, hier. Okay, scheint ein Bug zu sein. Jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, kommt das Wasser rein. Das scheint ein Bug zu sein. Tada, da, da. Tada, da, da. So, schmeiß mal raus hier. Guck mal, was er jetzt sagt. Kann ich jetzt mit dir reden? Ja, jetzt geht's. Okay. Weiß ich denn, was da drin ist? So, gib mir mal 3 Stück. Equipment. Gucken, ob er das überhaupt annimmt. So, wir haben noch keinen Deal. 2, nein. 1, okay. Ich weiß aber nicht, was für Crops das sind. Wo hat er die jetzt hingetan? Er hat nur 2. Die müssten wir jetzt bei uns im Inventar haben, ne? Yo, Tomato Seed. Okay, aber Tomaten sind besser als nix. Die können wir schon mal mitnehmen. Die können wir auch mitnehmen. Du kannst dann hier rein. Ja, dann wissen wir jetzt, wo wir Seeds finden. Zumindest schon mal zum Kaufen. Oder wir gucken mal in unserem Truck, ob da noch mehr Müll drin ist, den wir ihm verkaufen können. Gegen Samen. So, haben wir hier irgendwas? Die ganze Farbe kann da rein. Pistole, die Krebsbeine können da rein. Ich nenne das jetzt Krebsbeine hier. Weiß nicht warum, es erinnert mich immer an Krebsbeine. So, da ist ja nichts drin. Dit kann da rein, du bleibst hier. Einer rein, mir graut es schon wieder vorm Aufräumen. Ich will nicht aufräumen. Aber wir haben auch nichts mehr hier, ne? Ja, nix. Ja, nix zum Tauschen, du. So viel ist da gar nicht drin. Kochtopf, okay. Nee, wir haben nicht mehr wirklich was zum Tauschen. Leider. Ja, dann hat sich das erledigt. Das wird er uns nicht geben. Können wir hier noch ein paar Steine klauen? Nein. Auch lustig, ne? Ich ist nur im Klauen. Klauen, klauen, klauen. Biber schreibt, 22.10 hinter dem Brunnen stehen Kisten, in der gelben sind Samen, bei 27.33 voll im Bild. Ed ist wieder blind, rechter Typ, teilt aus, wählen und auf den riesigen Button unten rechts klicken. Ich dachte, das müsste man irgendwie kaufen gegen Währungen, Coins oder was weiß ich hier, ne? Und nicht, ich drücke einen Knopf und zack, ist es meins, ja? Ich meine, habe ich nichts gegen, ne? Jetzt haben wir einen schicken, ja, richtig geilen Truck. Gefällt mir. So, komme ich da durch oder fahre ich jetzt gegen den? Toll. Ich will hier raus. Hallo? Nein. Weil der Typ da rumsteht, komme ich hier nicht mehr raus. Was ist das denn? Junge, mach Platz. Ich mach nur das Auto kaputt. Jetzt hängen wir ganz fest. Sehr gut. Mach mal aus. Ja. Normalerweise stehen die da oben. Finde ich gut. Super. Und jetzt? Was machen wir jetzt? So ein Glück kann auch wieder nur Ede haben, ne? Warum, mein Lieber? Warum? Was ist nicht richtig mit dir? Ich habe Angst, dass sie uns erschießen. Wir sind instant tot. Wenn der auf uns schießt. Interact, F-Drive. Haben wir den Dingens dabei? Wahrscheinlich nicht. Wäre ja zu einfach, wenn wir jetzt den Wagenheber dabei hätten. Ja, mach mal Licht an, genau. Da können wir zu Fuß nach Hause laufen, den Wagenheber holen. Vielleicht kriegen wir es so durch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Aber die Samen, die dürften eigentlich nicht vergammeln, ne? 100%. Nein.
Die lassen wir auch da drin. Ich kenne mich, dann fängt es gleich wieder an zu regnen und dann war es das auch gewesen. Sind die auch vergammelt? Da hinten kommen wir nicht durch, ne? Na doch, da wärst du durchgekommen. Aber du bist zu spät. Warum zum Teufel seid ihr hier runtergeglitscht, Jungs? Warum? Der andere steht wieder oben, oder? Steht er immer noch hier drin? Nö, da steht er. Hallo! Der stand da oben und der stand da oben. Betonung liegt auf Stand, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt hier runterlaufen, hier entlang. Alter, bis dahin. Weißt du, was das ein Weg ist? Oh! Naja, macht nichts. Wir machen uns auf den Weg. Was soll ich machen? Wir brauchen Wagenheber. Oder müssen Glück haben, dass sie zurückglitschen. Ansonsten haben wir ein Problem. Würde ich mal behaupten. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt es nicht. Warum passiert immer mir so ein Zeug? Mann, 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 Mann. Aber hey. Was soll's? So. Der Wagenheber ist jetzt nicht zu Hause. Wo sind wir hier? Community? Nein. Bin ich schon auf der Straße? Könnte sein, ich bin hier so runter. Hier rüber, dann müsste ich hier irgendwo sein. Ach nee, das ist der andere. Alles klar, ich weiß, wo ich bin. Und gleich haben wir auch keine Ausdauer mehr dann. Ihr wisst Bescheid. Da sind die Banditos. Oh. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt es doch nicht. Gehen wir die Straße hier entlang, weil dann können wir hinten auch nochmal nach dem Mais gucken. Nach den Samen. Was Biber geschrieben hat. Dann haben wir wenigstens ein Erfolgserlebnis heute. Ja, sind wir erstmal ohne Auto unterwegs. Gucken, wie wir das da rauskriegen. Kann man eigentlich hier irgendwie... Da ist ein Hühnchen. Continue Settings Tutorials, Quit Menu... Suicide kann man machen? Nein. Du kannst fliegen! Bobby! Jetzt ist es meins, okay. Ach, der wird verhungern. Und verdursten, weil wir haben nichts für ihn. Toll, ich dachte, das ist dann wieder, ein wildes Huhn! Aber nee! Naja. Was soll's. Right mouse to drop item. Dann mach mal so. Dankeschön. Besser als nix. Bringt ja nix, den jetzt hier rumlaufen zu lassen, bis er verhungert oder verdurstet ist. So. Gelbe Kiste an dem Brunnen. Müssen wir mal gucken. Ob ich das hinkriege. Und wer hier rumläuft. Die Schlawinskis sind bestimmt wieder da. Hier drin war nix. Oh Mann. Da ist der Brunnen. Da ist das Ding zum Trinken. Fässer. Hier sind Kisten. Da ist eine Kiste. Open. Aha, was haben wir da? Corn Seed. Nice. Okay, jetzt habe ich sie gefunden. Siehst du. Glatt übersehen. Aber sowas von. Sind unsere Freunde, die Seeker, wieder da? Weil mit dem Flammenwerfer sind ja auch kein Problem mehr. Schon geil, der Flammenwerfer. Muss ich sagen. Stamina jetzt gleich weg. Yay. Was machen wir denn dann jetzt? Wenn wir kein Auto mehr haben. Bisschen doof, ne, Frank? Du schreibst nämlich, Tag Ede und Edenauten, nun weiß ich endlich, wie es bei dir aussehen tut, wenn du nach dem Einkauf nach Hause kommst. Da fliegt wie hier bei dir alles auf den Boden, ist auch nicht dicht. Da spart man sich die Arbeit. Nein, natürlich nicht. Das kann ich hier gar nicht machen. Alles auf den Boden schmeißen nach dem Einkaufen. Da würden sich nur die Hunde freuen. Eiko und Iodi würden direkt sagen, oh, lecker. Hier, ess mal was. Dann wird die Stamina auch wieder voll da.
So. Ja. Den kannst du mir auch geben. Wird das ein Mist-Event oder was? 15:24, es wird bald wieder dunkel. Wir müssen nach Hause. Ach, ärgerlich. So, kleine gelbe Autos, können wir auch nachgucken. Vielleicht finden wir da ja noch einen Rucksack drin. Da waren wir oben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber wenn dann die beiden Maps zusammen da sind, als eine große, dann müssten wir mal gucken, dass man sich vielleicht einen besseren Platz sucht für eine Base, ne? Der etwas zentraler ist. Und nicht hier so wie wir gerade. Am Arsch der Welt. Ach komm schon. Dein Ernst. So. Da geht's, glaube ich, hoch zum Banditenlager. Da will ich jetzt nicht hin. Die mucksen uns nur ab. Wäre schon geil, wenn wir auf unserem Truck so eine 50 Cal hätten, ne? Die dann bap, 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 alles wegnatzt. Das würde ich fühlen. Wenn du dann auch die Sachen zerstören kannst hier. Irgendwie einen Turm sprengen. Mit dem Gewehr oder, ne, dem fetten Maschinengewehr durch die Wände vom Haus schießen und so. Und überall die Splitter rumfliegen. Halt wie in echt. Das wäre krass. Das wäre richtig krass. So, wen haben wir denn da noch? Ups. Runa Wolfskalle schreibt: Guten Abend, liebe Edenauten und lieber Ede. Wir haben uns sehr gefreut, dass du unseren Kommentar gelesen hast und gegrüßt hast. Wenn du das in einem Stream ansetzt, wo wirst du es dann streamen, dass wir dir das ja nicht verpassen? Aber ich komme gerade den Mist nicht weiter. Ich komme an keinen Schraubenschlüssel oder Hammer ran, damit ich Autos kaputt machen kann. Weißt du, wie ich an einen rankomme oder ob man schon in den Minen was farmen kann? Man kann in der Mine am Anfang schon ein paar Sachen einsammeln. Ich glaube, Vorschlaghammer kannst du nur craften. Ich habe zumindest noch keinen gefunden hier. Weiß nicht, ob das geht. Und zum Streamen kann ich dir sagen, montags, mittwochs, freitags, 18 bis 20 Uhr hier auf YouTube, auf dem Kanal, wo du geschrieben hast bei Mist, ja, tun wir immer 7 Days to Die Stream. Das ist fest. Alle anderen Streams mit anderen Games und so weiter ist immer spontan, weil ich es einfach nicht schaffe, von der Zeit her da was Festes anzugeben. Ihr wisst ja, wie das ist im Leben, ne? Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. So. Und ich möchte dann nicht sagen, dass wir, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fest von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr mittags auf Twitch streamen oder so, ja, und dann passiert das genau einmal und dann wieder, ich kann nicht, ne? Das ist ja auch doof für euch dann. Deswegen ist das alles andere immer nur spontan. Ja, 18 bis 20 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag hier auf YouTube. Die kriege ich immer gut hin. Kann natürlich auch da mal sein, dass es ausfällt, ja, weil was weiß ich ist. So, hier, Sledgehammer. Wir brauchen 10 von denen, 14 von denen. Die machen wir hier drin. Und dafür, für die guten, für die blauen, brauchen wir, glaube ich, Eisenerz. Das kriegt man hinten in der Mine. Haben wir ja schon eine Spitzhacke. Die können wir aus dem Schrott machen, ja. Das könnten wir eigentlich mal machen. So, dann können wir das nämlich der lieben Runa direkt zeigen. Wir sind zu Hause. Wo hatten wir jetzt den Dingens hingeschmissen? Das ist hier die Frage. Ich gehe erstmal in die Küche und packe hier das Essen hin. So, da kommen jetzt die Seeds rein. Bitte schön. Corn Seed. Wo sind meine Tomaten-Seeds jetzt wieder? Bin ich besoffen? Wo sind meine Tomaten-Seeds? Wir hatten doch auch noch Tomaten-Seeds. Hat er die jetzt rausgeschmissen oder sind die im LKW, da im Truck oder was? Na, Corn Seeds sind mir erstmal wichtiger. Die sind ganz, ganz wichtig. So. Hier in die Ecke. Ach, den haben wir gar nicht mitgenommen. Vergiss es. Vergiss es. Wo ist der Wagen hier? Nein. Die kannst du mir mal geben. Die packen wir jetzt hier rein. So, die kommen in die Schmiede. Bitteschön. Machen wir 4 Stück. Schmelzen wir. Dann gucken wir. Für die Spitzhacke brauchen wir 8 Stück. Das heißt, wir brauchen noch welche, ne? Nochmal bitte. 8 Stück für eine Spitzhacke, das war ganz schön viel, du.
Dankeschön. Dann haben wir nichts mehr. Für die anderen Sachen. Aber gut, die finden wir ja zuhauf hier. Vor allem, wenn wir dann Autos kaputt machen können und so weiter. So, weiter suchen. Wir müssen den Wagenheber finden. Das wird eine Weltreise heute, Leute. Das wird eine Weltreise. Garantiert. Tauschsachen, nein. Wo ist der Wagenheber? Wo ist der Wagenheber? Wahrscheinlich ist er jetzt hinten im Auto, im Handschuhfach oder so. Pass auf. Weil hier ist er nicht. So, guck, wir haben auch nur Äxte und so weiter. Keine Spitzhacken, gar nichts. Wagenheber? Wo bist du? Ist der hier drin? Nein. Wagenheber ist weg. Oder ich habe ihn zu den wichtigen Sachen hier hinten getan. Nein. 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 Alter. Dieses blöde Kackding, ne? Weg damit. Nervt nur. Nix mehr. Also hier nix Wagenheber. Dann muss der noch hinten sein. Da haben wir noch Gas. Aha. Sehr gut. Sehr gut. So, füll du mal. Ich kann runterscrollen. Zack. Mamika schreibt, das war doof. Der schöne Flammenwerfer. Farbe und Münzen bestimmt. Naja, wir haben ihn ja wieder. Wie du siehst, ist ja kein Problem. So, machen wir voll. Die 0,2, die nehme ich mit. Sehr gut. Hallo. Passt das so? Wie viel Uhr haben wir? 16:15. Es lohnt eigentlich nicht mehr, irgendwo hinzugehen. Den mal weg. Harvest. Tool not found. Wir brauchen Messer. Gerade. Die machen wir mal zu. Weil es wird gleich dunkel. Deswegen lohnt es nicht mehr. Da ist das Messer. Gib mal her. Machen wir uns ein paar Hühnchen. Ach, ich bin auch doof. Ich bin auch doof. Was mache ich denn da wieder? Harvest, ich muss das doch da reinlegen. Ne? So, genau. Sehr schön. Animal Fat. Small Meat. Das dauert eine Stunde, ein Hühnchen auseinanderzunehmen. Echt jetzt? Keine Ahnung. Ich kaufe die mal fertig im Supermarkt. Da sieht man mal wieder, ne? No Firestarter found. Genau. Wo waren die? Die waren auch hier irgendwo. Da. Dankeschön. So, hier. Zack. Mach an. Wie sieht's hier aus? Wir haben kein Holz dafür. Wetten wir. Accelerant. Fuel. Haben wir keins. Siehst du? Also. Hol die Axt. Nein, nein. Nein, wo ist das ganze Zeug? Gibt's doch nicht. Da ist die Axt. Aber wir haben eine Axt, alles klar. Und noch geht's. Haben wir hier irgendwo einen? Nope. Können wir gerade einen fällen hier. Das macht nichts. Sehr gut. Die Sachen bleiben hier liegen. Da brauchen wir keine Angst haben. Tschüss. So. Dankeschön. Gibt es da eigentlich auch ein Lager für Brennholz? Müssen wir mal gucken. Ach, die brennt. Ich wollte gerade sagen, warum ist das so hell hier? So, das kommt da rein. Ignite. Zack. Eins, zwei, drei. Und 4. Und wir können schon mal hier den Schokoriegel essen. Dann ist der auch weg. Lecker mit Nüssen. So, oben in den Kessel können wir wieder hier Fett machen. Na gut, die Federn kommen auf Seite. Das kommt mal hier hin. Oder so. Das kommt gleich eher alles weg. Sehr gut.
Jetzt müssen wir nur auf unsere Chicken Wings hier aufpassen. Well done, okay. Ja, guck, die musst du schon rausholen. Alter, nein, hol die guten raus. Zwei sind schon verbrannt. Dankeschön. Kann ich das auch wieder ausmachen? Nein, ja, nee, lass mal. Lass es einfach brennen. Wie sieht's aus? Durst haben wir. Da müssen wir auch mal wieder voll machen. So, weg mit der Flasche. Her mit meinem Bottle hier. Da müssen wir auch mal wieder was holen gehen. So. Können wir dann vielleicht auch machen. Gleich, wenn wir geschlafen haben, ne? Yogi schreibt, ja, das mit dem Rucksack im Motel ist doch so wie in Indiana Jones. Nur der, was? Bußfähige wird bestehen. Also knien. Aha. So, so. Ist aber schon lang her mit Indiana Jones, du. Das Regal. Nein, lass da. Das Messer war hier, ne? Das kann ich schon mal wieder zurückrollen. Ja, hier unten waren die anderen Sachen. Hier waren die. Das ist zum Essen. Federn, wo waren die? Die waren auch hier irgendwo. Aber ich glaube im Motel, die Viecher, die sind wieder da. Wir haben halt das Problem, wir müssen jetzt alles zu Fuß zurücklegen hier. So, 16. Warte, da waren sie doch. Ich bin auch doof, ne? Ich bin auch doof. Ihr kommt wieder hier rein. Federn, wo seid ihr? Da. Ich stehe jetzt auch mal zu hier. Bitteschön. Darum. Ah, eine Patrone, okay. Na dann, 2, 3, 4, weg damit. Du bist noch nicht mal fertig. Trinken Sie jetzt, 18 Uhr, wie kannst du nur? About few months to winter. Ob es hier irgendwann nochmal Jahreszeiten geben wird? I don't know. I don't know. Noch mehr Sägen und was weiß ich hier. Vehicle Parts und Handschuhe und oh Gott, ey. Alles voll. Obwohl, so viel ist das nicht mehr. Nur noch Kleinzeug. Da ist ein Schraubenzieher. Gucken wir gleich mal. Wir können uns schon mal eine Säge holen. Hier raus. Wenn ich wüsste, wo. Mag hier nicht eine. So, gib her. So, gib mir den. Zack. Jetzt möchte ich gerne hier tauschen. Warum darf ich das nicht? Ach, die kannst du nicht da rein tun. Okay. Na dann. Erstmal nachladen. Groß sein dürfte hier nix. Wie viel brauchen wir? Für eine Spitzhacke. 8. Okay. Das heißt, wir brauchen 2 Stück. Die liegen ja hier rum. Sammeln wir mal ein. Jetzt ist das natürlich wieder nur noch einer, ne? Muss ich extra nochmal einen Baum fällen, wa? Garantiert. Ist nicht dein Ernst, ne? Ist nicht dein Ernst. Bitteschön. So, wir gehen noch einen Baum fällen. Weil macht ja Spaß im Dunkeln Bäume fällen, ne? Macht man immer so. Tatsache. Alles weg. Hatte der nur 2? Weil der so klein war? Kommst du vor hier wie bei Finding Bigfoot, ne? Nachts allein im Wald. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube nämlich, da kriegst du nur 4 raus. Haus brennt lichterloh. Left mouse throw item. Can't, too heavy. Okay, Türe zu. So, ich würde gerne make wooden plank mit Q. Jawohl. Müssten wir, glaube ich, 4 Stück rauskriegen. Wenn ich mich recht entsinne. 1, 2, 3, 4. Proceed. Sehr gut. 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Jetzt könnten wir nochmal gucken hier. Lager, warte. Erstmal die hier ausmachen. Weil die kriegen wir ja schwer ersetzt. Es gibt doch irgendein Water Barrel. Basic Card könnte man sich jetzt auch selber bauen. Will ich nicht. Healing Station brauchen wir noch nicht, weil es gibt ja noch keine Mitarbeiter hier. Sägemaschine. Die könnten wir irgendwann auch mal bauen hier. Die fehlt auch noch, ne? Repair Bench, Reloading Bench.
Wo ist das hier? Good place to store logs. Genau, ein Wood Storage. Den müssten wir auch noch bauen. Demnächst, jetzt noch nicht. Was ist das hier? Eine Rampe? Skypath? Ach ja, es gibt ja hier die Treebase B. Treebase A for Doorways. Oh Gott, nee. Das ist so gar nicht meins. Hundehütte gibt's noch nicht. Den Fischpond könnten wir mal machen. Das hier ist für die Hühner. Da müssen wir auch mal gucken, was das gibt. Basic Wooden Spike Barricade. Aber es gibt anscheinend nichts für Feuerholz. Leider. Betten. Drop Throw. Ayo. Komplett selber bauen. Stone Fireplace. Firewood Storage. Doch, gibt es. Ja, nice. Nice. Wie viel Uhr haben wir? 19:25. Wir hatten doch noch genau zwei, oder? Dann ist zwar alles leer hier. Aber egal. Ah, nicht hier oben war es, ne? Jo. So, dann bau doch nochmal. Wo war das denn jetzt? Hier, ne? Teppich Christmas Tree. Was will ich denn damit? Das ist vorbei. Das hauen wir jetzt hier hin. So. Start Build. Denn, dann können wir da gut das Feuerholz reinpacken. Mist-Event. Ja, ja, ja. Dass es wieder reinpasst. Dankeschön. Und dann gehen wir einfach schlafen, dann haben wir Ruhe. So, Säge, wo war die? Nirgendwo hier. Alles voll, ne? Yep, that's the problem. Dann schmeiße mal wieder raus. Damit was hier rein tun. 8 Stück. Passt alles rein. Perfekt. So. Warte, das Ding ist dann gleich leer, ne? Add Fuel. Mach mal aus. Wir gehen schlafen. Wehe, die Viecher machen uns wach. So, wir haben 20 Uhr. Das heißt 4 Stunden nur. Ja, nice. Wir haben mal abends was gemacht. Dann müsste das Mist-Event ja vorbei sein, ne? Aber hey, vielleicht kommen sie ja. Vielleicht liegen sie ja hier irgendwo rum. Und wir können ein bisschen was einsammeln. So, Hunger haben wir. Dann essen wir erstmal die Dinger hier. Essen, nicht droppen. So, Monikara schreibt, oh je, das Ende war wirklich nicht so gut. Ich hoffe, du findest schnell wieder einen neuen Flammenwerfer. Jo, wie du siehst, ist er ja noch da. So, den können wir auch essen. Da ist der Yogi nochmal, der schreibt, hallo Edel, die Steinzeit war doch gestern. Warum hast hinterm Haus einen Generator? Tanken, einschalten und es werde Licht. Ja, aber nur im Notfall. Die halben Schränke sind meiner Meinung nach immer noch die beste Lösung. Und das mit der Beschriftung würde ich auch begrüßen. Aber man muss halt bedenken, dass es halt auch nur ein Programmierer ist, der das Game aufbaut. Also ist Geduld angesagt, aber das Game ist doch interessant. Das ist es auf jeden Fall. Und man muss wirklich Respekt sagen, wenn es nur eine Person macht. Ne? Ganz, ganz ehrlich. Und klar, ich würde mir dann einen Plan machen, weißt du so. Was ich als allererstes machen muss, sollte und so weiter. Und vor allem, was die Leute wollen, ja. Weil der hat ja garantiert ein Forum oder auch auf Steam schreiben die Leute, es wäre cool, wenn dies und das, jenes, ne, dies, das, Ananas. Und dann kann man sich das ja durchlesen und eine Liste machen und sagen, jo, haben sie recht, wäre schon geil. So, gucken wir mal. Die müssten fertig sein hier. Wir müssen ja immer noch, ne, guck, jetzt haben wir hier nämlich, dankeschön, 4 und 4. Jetzt haben wir 8. Und jetzt können wir uns hier eine Spitzhacke machen. Craft yourself. Ich glaube, die findet man auch nirgends. So. Tada, wir haben eine Spitzhacke. Du da, du da. So, gegessen haben wir, getrunken haben wir. Das heißt, pack den Flammenwerfer aus. Es geht wieder zu Fuß. Eine große Runde. Wir laufen jetzt hier runter, gehen hier unten mal gucken. Da ist nämlich, glaube ich, auch noch was drin. Das werden wir uns jetzt mal angucken. Dann können wir in der Mine kurz ein bisschen sammeln.
Und dann schauen wir mal, ob der Wagenheber doch bei uns im Auto ist und ich ihn nur wieder übersehen habe. Garantiert. Ansonsten gehen wir noch einen neuen suchen irgendwo. Jetzt müssen wir nur einen Bogen um die Typen da hinten machen. Mit denen möchte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Mist, Event war gerade erst. Das passt. Immer diese Lauferei, ey. Schlimm. So. Müssten auf jeden Fall wieder da sein. Ah, ich sehe sie doch schon rumlaufen. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Hallo, wie geht's euch? Bin nur auf der Durchreise. Ich tue euch nichts, keine Angst. Ah, schön. So, da kommt das Motel. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt gucken, ob wieder alles da ist. Weil wir haben nicht so viel. Mitnehmen können wir sowieso nicht viel. Hier ist eine Türe offen. Warum ist denn hier eine Türe offen? What? Wir können da von hinten rein? War die schon offen? Ich habe Tomaten auf Augen, ne? Garantiert. Hunger, Durst schon wieder. Ist hier ein gelbes Auto? Nein. Die haben wir schon alle durchsucht. Muss ich ja gucken. Hier, guck, da ist doch schon einer. Der flitzt weg. Die spawnen, glaube ich, relativ schnell. Ja, der Fette ist auch schon wieder da. Lassen wir das. Okay. Ein andern Mal. Abzutun. Wir können uns ja vielleicht auch zum Ende der Staffel einfach mal hier alle Waffen geben und was weiß ich, wie viel Munition und mal ein bisschen gucken gehen, was so los ist. Kannst du mal in die Kommentare schreiben. Sollen wir das machen so? Zum Ende der Staffel, letzte Folge, die letzten 10 Minuten oder so. Machen wir einfach mal unbesiegbar an, schnappen uns fette Waffen und flitzen über die Map und gucken, was es noch so alles gibt, wo wir noch nicht waren. So, jetzt sind wir wieder hier. Das kennen wir ja. Ich kann nicht mehr. Was ist das hier? Das ist irgendein Auspuffrohr oder so. I don't know. Alles voller Farbe. Alles voller Farbe. Oromanit. Waschbecken, do. Aha. 6,5 Liter Propan wieder. Das wiederum ist gut. So, wie sieht's aus? Stamina lädt sich langsam auf. Wen haben wir da noch? Lalilu, du schreibst... Moin Edon Edenauten, beim Händler in der Garage ist der rechte Mann zum Entsperren der ganzen Sachen. Siehe unten rechts, da bist du immer zu schnell beim Schauen und bist nervös, wenn alles nicht immer gleich klappt. Aber wieder eine tolle Folge. Danke. Nix zu danken. Immer gerne. Ne? Immer gerne. So, und der Volker schreibt noch Glück auf Edon Edenauten. Oh weh, Wasser oder Flammenwerfer, was hilft bei Zombies? Wieder eine mega Folge. Ich hab so gelacht. Ja, ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt und dann kam ich aus dem Menü nicht mehr raus und dann war ich tot. War echt ärgerlich, aber so ist es halt. Können wir nicht ändern, ne? So, gelbes Auto. Ah, toll. So viel zum Rucksack. Beschiss. Warum findet Hexe hier einen Rucksack und ich nicht? Haben wir das noch hier? Haben wir. Können wir gerade... Carry. Zack. Interact. Gas can. Dankeschön. Fertig. Jawohl. Ah ja. Genau. Open the door. Immer. Pff. So. Jetzt gehen wir da hinten reingucken. Da müssen wir uns nur beeilen, weil. Battery is dead. Habe ich mal wieder angelassen beim Schlafen. So viel dazu. Gut, dann müssen wir im Dunkeln rumlaufen. Gucken, was da ist. Garantiert sind da Mistviecher drin. Ob wir auch einfach hier auf der Straße unsere Base bauen können? Wäre bestimmt auch mal lustig.
Ach ja, so ist das. So ist das. Da will ich rein. Und dann müssen wir gleich noch gucken. Mit der Spitzhacke. Müssen wir mal tauschen. So, mit der gehen wir dann noch hier hoch in die Mine. Weil da wollten wir ja Dingeswurmskirchens der lieben Runa Wolfskralle zeigen, dass man da was abbauen kann. Da werden wir auch noch ein paar Mistviecher treffen. So, war hier irgendwo eine Leiter oder so? Kisten. Aha, man kann klettern. Aber wie komme ich wieder hier raus? Das ist die Frage, weil die Tür ist ja zu. Da kann man, glaube ich, drüber springen oder durchgehen. Müssen wir mal gucken. Aber wir hatten hier ja irgendwelche Viecher gesehen drin. Guck mal, hier kannst du ja auch lang. Hier waren wir ja noch nicht. Aber will ich hier rein? Ach komm, mehr wie sterben können wir nicht. Wenn wir tot sind, sind wir tot. Gucken wir mal hier. Lol. Okay, hab nichts gesagt. Ich kletter da über Stock und Stein. Hallo? Jemand zu Hause? Da hinten hat sich was bewegt. Ich hab's genau gesehen. Da bewegt sich was. Also läuft auf jeden Fall wer hier rum. So, mal gucken. Gleich hänge ich fest. Da kommt er doch schon. Juhu! Da ist noch einer gewesen. Ja. Nix drin. Dankeschön, gib her. Ja, macht viel Sinn, hier im Dunkeln rumzulaufen, ne? Da ist noch einer. Sogar zwei. Rennen. Du Ratte. Dankeschön. Dankeschön. So, wo komme ich denn hier wieder hoch? Komme ich hier irgendwo wieder hoch? Haben wir eine Fackel? Also ihr seht. Da ist eine. Hier irgendwas? Ich hab mich ja vollkommen im Dunkeln, ey. LOL. Plus 3. Na, den nehme ich gerne. LOL. Im Stockgefinsteren in der letzten Ecke finden wir einen Rucksack. Oh Mann. Gut. Wir können ja auch mal ein bisschen Glück haben, ne? Wieso, wozu brauchen Zombies Äpfel? Gehen wir mal hier raus, weil du siehst eh nichts. Aber wenn schon unser Auto da feststeckt, dann können wir auch Glück haben und mal was Tolles finden. So, raus hier. Oh oh, Mist-Event. Das gefällt mir nicht. Sollen wir nicht? Ah, die kommen da nicht hoch zu uns. Jetzt haben wir ein Problem. Wo gehen wir hin? Wir laufen knallhart weiter. Wir können uns ja wehren. Jetzt kommt es aber wieder ganz schön oft, du. Kann ich mich nicht hier irgendwo hinlegen und schlafen? Nee, nee, nee. Gehen wir mal hier hoch. Da könnte man schlafen, ne? Betonung liegt auf könnte. So. Also heute echt einmal über die ganze Map gelatscht bis jetzt. Da ist irgendein Häuschen, kann man da die Tür zumachen und sich reinlegen. Das ist, glaube ich, hier so ein Wachhäuschen, ne? Hier sind wir in der Hunting Area, genau. Aber das kann keine Tür zumachen, ne? Doch, kann es. Dann mach mal zu, was hier drin. Danke, danke, danke. 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 So, wie war das? Mit F, glaube ich, ne? War das F? Oder so? Oder womit konnten wir uns nochmal hinlegen hier?
R7, ich glaube 7, ne? Genau, so, mit der 7. Immer 3 Stunden schlafen. Gucken, ob wir überhaupt schlafen können. Oder ob wir hier wieder aufgeweckt werden von den Mistviechern. Ja. Alles klar. Dankeschön. Sag ich nicht nein. So, weiter geht's Richtung Mine. Was ist denn heute los hier? Was ist denn los? Unglaublich. Unglaublich. Aber hey. Alles auf legale Weise. Er spielt, geklaut, zerdeppert und was weiß ich heute. So, meine Damen und Herren. Hier sind wir bei der Mine. Hier waren wir ja schon mal, ne? Da gehen wir jetzt auch mal rein. Ich wollte da noch nicht rein, weil wir nichts zum Verteidigen hatten und so. Was ist das hier? Da liegt schon Schwefel rum. Sehr gut. Wir müssen nämlich erstmal hier Platz machen. Ich weiß gar nicht. Doch, da ist offen. Aber es ist wieder so dunkel, ne? Es ist wieder so dunkel hier drin. Wir haben keinerlei Licht. Das ist doof. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ach, wir haben uns so ein bisschen verletzt. So, weil wenn du jetzt einen andötschst, kommen wieder alle gerannt, ne? Das ist ärgerlich. Das liegt schon hier überall rum. Man muss ein bisschen gucken. Guck mal, da ist was. Da ist was. Nehmen wir mal. Hier, ich glaube, das ist Eisen. Ja. Hier sind halt einige Mistviecher drin. Da muss man gucken. Ah, Kupfer ist das. Okay. Also, das rote ist Kupfer. Dann könnte das hier nix sein. Gut. Nehmen wir erstmal wieder den. Da ist was. Hier kommen die gerannt, ne? Guck, hier ist einer. Und wenn es noch so ist wie früher, dann kann man immer speichern, ausloggen, wieder einloggen und die Bubbles sind neu da. Wir machen das jetzt nicht. Das ist ja nur zum Zeigen. Was haben wir hier? Salpeter. Toll. Auch kein Eisen. Wo kriegen wir denn dann Eisen her hier? Willst du mich veräppeln? Geht das dann auch wieder nicht, weil das nur in der tiefen Mine drüben ist und in der anderen Map oder was? Ein bisschen verarscht vor. Da liegt noch was. Jetzt haben wir aber schon, guck, jetzt haben wir, haben Kupfer, wir haben Schwefel und wir haben Salpeter. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Doch, da ist nochmal Kupfer. Hallo. Was ist hier? Nix. Ich lasse es lieber sein, weil es ist so dunkel. Du siehst nichts, ne? Du siehst nichts, das will ich dir auch nicht antun. Wir nehmen den hier jetzt noch mit. Und dann ist gut für heute. So. Dankeschön. Genau, rollt alle runter. Einer liegt hier oben. Sehr gut. So. Also, liebe Runewolfskralle, so tust du hier in der Mine dann die Sachen abbauen. Vielleicht muss man wirklich abspeichern, neu einloggen und gucken, was spawnt. Weil da auch nicht immer dieselben spawnen. Können auch andere spawnen. Hoffen wir, dass bei dir schneller Eisen bei ist als bei mir. Die können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Die brauchen wir später auch noch für irgendwas. Gewicht, Durst. Trinken wir was? 13 Uhr schon wieder. 13 Uhr schon wieder, ja. Unglaublich. So, trinken. Dann unseren einen Chicken Wing hier noch essen. Das arme Hühnchen. Sehr gut. Und dann geht es uns schon wieder besser. So, ist sonst noch irgendwas hier? Nicht, dass ich wüsste. So, den Bär mal grillen mit dem Flammenwerfer. So, hier irgendwas drin. Nein. Benzin wieder respawned. Ja. Interessiert mich gerade nicht. Obwohl, doch, interessiert mich. Was mich aber noch mehr interessiert, ist deine Meinung. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich gehe jetzt unser Auto holen und sag wie immer, danke für deine Zeit.